gesellschaftliche Mitte der Bevölkerung hat immer weniger Vertrauen in die etablierten Parteien. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Haben die Parteien der alten Bonner Republik tatsächlich keine passenden Lösungen mehr für die Probleme der bürgerlichen Mitte? Oder ist das alles mal wieder nur Stimmungsmache? Das sagt Schwerin. Ich denke schon, dass die Volksparteien das ganz vernünftig regeln, dass wir da keine anderen am rechten oder linken Rand brauchen. Ja, ich hab noch Vertrauen, ja. Das ist Katastrophe hoch drei. Die zanken sich ja nur und das kann ich, das finde ich in Ordnung. Einer schiebt das auf den anderen, keiner will was machen. Ne? Jeder auf den anderen, das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß, das war das jetzt mit der ganzen Energiewende und so, da ging das um diese Wärmepumpen und so. Erst war das der Hype, jetzt ist das alles nicht mehr wahr. Jetzt kommen wieder neue Verfügungen und alles wird wieder neu umgerüstet und so. Die sitzen jetzt auf ihren Wärmepumpen, die das dann versucht haben herzustellen, so schnell, wie wir das eigentlich haben wollten. Und jetzt ist wieder alles so ein bisschen im Sand verlaufen. Und so ist das ja in ganz vielen Sachen so, finde ich. Diese ganze Corona-Spaltung hat sicherlich auch noch mal massiv dazu beigetragen, dass das irgendwie besonders schwierig geworden ist. Also es ist ja ein generell gesellschaftliches Thema geworden. Und unter diesem Zuge ist es, glaube ich, für mich jetzt eigentlich auch noch weiter verloren gegangen. Ja. Und die Unterstützung im Ukraine-Krieg. Denn Frieden schaffen ohne Waffen, das war unser Anliegen, aber nichts anderes. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie einen großen Vertrauensverlust jetzt gegenüber den etablierten Parteien jetzt entgegenbringen brauche. Ich meine, das sehen viele Leute wahrscheinlich anders, wie sie jetzt selber in der Studie sagen, aber bei mir ist das nicht so. Kann ich nicht bestätigen. Ob es jetzt das Geld ist, ob das Finanzielle, ob das die Umwelt ist, es ist einfach nur traurig. Ja. Also so richtig Vertrauen eigentlich nicht mehr so. Also ist nicht mehr da, leider. Man hat Existenzängste, vielleicht nicht für einen selber, weil wir sind jetzt schon in so einem Alter, wo man sagt, okay, wir haben unseren Zenit fast erreicht. Ne? Also es geht jetzt auf die zweite Hälfte zu. Aber für unsere Kinder, die sind Anfang 20, da hat man schon ein bisschen so seine Sorge, was aus denen mal wird. Ne? Das ist einfach so. Man geht arbeiten, man hat aber nichts, man kann sich nichts mehr leisten. Ne? Man ist nur noch so, dass man über die Runden kommt im Monat. Ne? Das ist halt nicht schön. Ich würde schon sagen, ich schaue mich ein bisschen um. Aber generell würde ich sagen, steht da das Vertrauen. Weil wir so von der Basis weg so weit entfernt sind, ne, mit ihrem Denken. Und ja, wenn die unser Leben leben müssten, dann würden sie vielleicht anders entscheiden. Die redet das Blau von Himmel runter, nichts passiert. Na, egal. Das ist schon seit Jahren so. Eigentlich schon die vorhergehende Regierung und wir jetzt, die jetzt auch. Und die nächste wird auch nichts machen können. Also es ist traurig, aber es ist so. Und das Schlimme ist, es sind Leute, die sind an der Regierung, die nicht wissen, was unten in der Bevölkerung dann so ist. Ja, also auch hier mehrheitlich ein Vertrauensverlust für die etablierten Parteien. Danke, Schwerin, für deine Meinung. Und damit zurück in die repräsentativen Funkhäuser.